Herzlich willkommen zu diesem 200 Abonnenten-Special. Ich wollte gerne mit euch zusammen mal ein etwas anderes Harry Potter Spiel spielen. Und zwar habe ich mir gedacht, jemand hat mir geflüstert, ich soll doch mal bitte bei itch.io Hagrid eintippen. Und das habe ich getan. Und es gibt anscheinend ein Horrorgame. Es heißt Escape PS1 Hagrid. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch mal ein witziges Harry Potter Special. Kleiner Kommentar am Rande. Ich spiele nicht nur Harry Potter Spiele. Ich lade hier auch demnächst zum Beispiel Life is Strange hoch, ne? Oder Heavy Rain und also Sachen. Das will ich alles noch spielen. Das sind so Quicktime-Event-Games. Die finde ich alle sehr cool. Und die werde ich auf jeden Fall noch spielen. Auch auf Twitch. Folgt mir dort. Ist immer witzig. So, jetzt geht's los. Harry Potter 200 Abonnenten-Special. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe noch nichts davon gesehen. Ich habe Angst. Ich sitze hier alleine. Und wenn es euch gefällt, Teil 2, den gibt es auch noch. Den spielen wir dann bei 350 Abonnenten. Machen wir mal was Unkonventionelles. Nehmen wir mal eine Zahl, die sonst keiner nimmt. 350 Abonnenten. Dann spielen wir Escape PS2 Hagrid. Und darauf bin ich auch schon sehr gespannt. Und jetzt geht's los. Escape PS1 Hagrid. Was? Aua. Okay, das ist sehr laut. Alter, ich drück schnell auf Start. Ihr könnt es nicht sehen, ne? Hier steht Start. Wir machen Start. Alter, ich bin ein Muggel. Ich mach's mal easy, ich bin eine Wurst. Okay. Das könnt ihr nicht sehen. Hier steht F für Lumos. Wow. Das bringt ja sehr viel. Und Alt-F4 für Avada Kedavra Yourself. Nein, das wollen wir jetzt gerade mal nicht. Okay. Dumbledore. Fresh D ist auch dabei. Hallo? Ah, yo, Harry, what's up, my dude? Dumbledore fragt Dumbledore sanft, calmly. Leise, ist das nicht dieser Running Gag? Von wegen, yo, Harry, what's up? Und dann calmly. Gehst du raus für einen Spaziergang? Was ich leider nicht gutheißen kann, weil das gegen die Regeln ist. Okay. Bevor ich dich gehen lasse, musst du mir bitte einen Gefallen tun. Ich möchte, dass du mir 15 von den grünen Flaschen bringst, die hier überall rumstehen. Okay, wofür? Was soll da drin sein? Ich brauche sie, diese Substanz, für einige... Naja, nichts Gefährliches. Okay. Achso, gib auf Hagrid Acht, er patrouilliert durch die Korridore heute Nacht. Lass dich nicht erwischen. Und jetzt? Geh. Gut. Machen wir das doch. Und das ist ja die Karte von Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Und hier kennen wir uns ja bestens aus. Denn das habe ich auch schon let's played. Schaut da gerne mal nach. Oh, hier ist direkt so eine Flasche. Okay, das Einsammeln ist ein bisschen schwierig. Leuchtet es auch. Und das ist schön, dass die so leuchten. Dann sieht man die auch ganz gut. Ich fühle mich aber irgendwie beobachtet. Okay, ich kann ihn hören. Oh nein. Oh Gott. Aber wir haben ja... Ich habe ja ein bisschen Heimvorteil, ne? Weil ich kenne mich ja aus hier eigentlich. Ah! Nein! Oh, cool, aber wir haben die Flaschen noch, die drei, die wir schon eingesammelt haben. Okay, Gott sei Dank. Boah, ich stell mir vor, das wäre nicht so. Das wäre ja übel. Jetzt weiß ich, wie er aussieht. Und der röchelt. Man hört ihn ganz gut. Ich finde, er sollte mal inhalieren gegen seine Beschwerden. Vielleicht
Ey, man läuft hier ganz gut gegen irgendwelche... Ich kann rennen. Ich kann rennen. Okay, man läuft auf jeden Fall sehr gut gegen Türrahmen und ich laufe hier immer. Hallo? Hagrid. Is that you? Is that you? Ich laufe mal schnell. Oh, man kann anscheinend nicht so gut an ihm vorbeilaufen. Ich dachte, ich könnte mich klein machen und dann einfach rennen. Nein, offenbar nicht. Okay. Ich flitze durch und dann haben wir es gleich auch, hoffentlich. Gott, von welcher Seite kommt er denn jetzt? Also man hört ihn ja. Das ist ja schon mal praktisch. Gut, man muss hier sehr genau einsammeln. Hier? Ob, ist das auch die richtige Harry Potter Musik? Könnt ihr euch daran erinnern, dass es die irgendwo im Spiel gab? Weil ich erinnere mich gerade nicht. Aber ich habe echt Angst, dass ich jetzt durch die Tür laufe und er ist einfach da. Und es ist Leggy wie Schwein. Wo ist denn der jetzt, Mann? Okay. Der ist echt schnell. Schnell. Okay. Nein, falsche Richtung. Okay, hier raus. Ich gehe jetzt die Treppe runter. Hey, der ist richtig schnell. Oh nein. Dumbledore, rette mich. Okay, ich muss rennen. Ich glaube, ich renne jetzt in den Kerker. Schnell noch hier reingeflitzt. Keine Zeit für großartig viel umdrehen. Komm, komm, nimm das mit. Okay, der ist hier irgendwo, ne? Was? Ich höre Mucke. Copyright. Hä? Ich glaube, die Slytherins feiern eine Party. Oder wer feiert hier eine Party? Oh, das ist Snape. Oh mein Gott, Snape tanzt. Okay, das könnte aber jetzt echt ein Copyright-Problem geben. Kann man die Mucke auszaubern? Nein! Nein, das ist kein Trank. Komm, bevor ich jetzt hier sterbe, will ich den Trank hier noch mitnehmen. Dude! Okay, das war verrückt. So, 13 von 15. Wo muss ich hin? Ich laufe hier lang. Ach, hier. Geil. Guck mal, dann haben wir es schon fast. Immer positiv denken. Alter, wo bin ich? Ich laufe jetzt direkt in Hagrid, ne? Fuck, Alter, fuck. Wie komme ich nicht raus? Da. Mega. War das der Weg? Das ist der Weg. Ey, ich komme hier nicht hoch. Nein, nein. Okay, ich habe aber 15. Yo, Dudi, ich habe 15. Oh, Namlok ist an. Okay, vielleicht war das auch das Problem. So, dann, ich glaube, Dumbledore steht unten. Den haben wir gerade schon mal gesehen, ganz kurz. Da bringe ich mal eben alles hin. Bitte jetzt nicht, renn jetzt nicht in mich hinein. Hallo. Gut, gut, jetzt kannst du gehen, Harry. Wohin denn? Hier raus, oder wie? Ah, anscheinend sollte ich nach draußen. Okay. Es ist dunkel. Kann ich... Ich kann Licht anmachen. Gut. Hallo? Oh. Hä? Okay, das ist jetzt sehr untypisch. Hallo, Dobby.
Sieht besonders lebhaft aus. Weißt du, da schenkst du dem die Freiheit und dann zieht er sich nicht mal was Richtiges an. Okay. Dobby hat gebracht, wonach Harry Potter ihn gefragt hat. Oh nein, jetzt kam ein neuer Text. Dobby braucht es. Harry Potter muss das verstehen. Er muss seine Familie ernähren. Ich soll ihm irgendwas bringen. Er muss seine Family ernähren, okay? Ich halte die Klappe, wenn du mir einen Gefallen tust. Und du sollst mir bitte 7-mal Medizin bringen. Und dann gibt Dobby Harry Potter, was er begehrt. Das klingt alles sehr falsch. Es klingt alles sehr, sehr falsch. Dobby braucht es. Okay. Ich weiß ja nicht, was der Dobby sich da reinpfeift. Das werden wir jetzt sehen. Hier blinkt was? Da renne ich jetzt mal hin. Okay, das ist offenbar eine Spritze. 1 von 7. Und das, Hagrid. Nein. Nein, ich habe jetzt keine Zeit für dich, Hagrid. Ach, Scheiße. Oh nein. Babo, Babo, Baby. Ich habe einen Ohrwurm von dieser scheiß Slytherin-Mucke. Und jetzt hänge ich an den Stufen. Wollt ihr mich verarschen? Ist doch nicht fair. Das ist doch jetzt echt nicht fair. Nein! Ah, okay. Ich bin aber draußen. Ich gehe mal hier rechts rum. Alter, was ist das für ein krankes Game? Es ist so krank. Okay, ich muss sehr nah dran stehen. Okay. Ich muss sehr nah dran stehen und gleichzeitig drücken. Verwirrt mich alles noch ein bisschen. Okay. Hilfe. Meine Nerven. Ich bin halt nicht für so weit gemacht. Wie kam ich auf die Idee, sowas zu spielen? Ich verstehe das nicht. Komm, jetzt sammel das doch ein. Okay. Nein. So, 5 von 7. So, die noch an. Der bin ich vorhin gescheitert. Ja. Und die habe ich schon, ne? Ja, hier war ich schon. Shit. Lauf. Oh nein, das habe ich auch schon eingesammelt. Okay, jetzt habe ich einmal eine extra Runde gedreht. Nur um Hagrid abzuschütteln. Hä, wo ist denn hier der ganze Spaß? Ich habe doch erst 6 von 7. Wo ist denn hier noch eine? Was denn hier unten? Ist hier noch was? Da liegt was. Okay. Oh Gott. Okay, Hagrid könnte ja mal seine Arme ausbreiten und mich dann ganz einfach einsammeln. Gott sei Dank macht er das nicht. Ach, scheiße. So, schnell. Hier, nimm das. Sie sind so lieb, Sir. Harry Potter, Sir. Hier sind die Schlüssel zum Slytherin-Dungeon. Harry Potter hat danach gefragt. Ja? Hab ich das? Danke. Ah, okay. Ach so. Ach, das war vielleicht das Ding, was unten grün geleuchtet hat? Bestimmt. Da gehen wir jetzt hin. Ich habe immer noch einen halben Herzinfarkt. Und es ist schweinedunkel. Ich sehe einfach nichts. Bin ich hier richtig? Ach so. Ja, vielleicht drücke ich auch mal. Okay. F. Okay, das scheint jetzt so dunkel zu bleiben. Prima. Ich sehe nicht viel.
Ich versuche, auf Leertaste zu springen und es klappt. Aber er springt nicht wie Harry. Alter, was zur Hölle? Die Sonne explodiert vor meinen Augen. Aha. Okay. Ganz offenbar muss ich hier lang. Nein! Oh, das war knapp. Ey, es ist so schweinedunkel, ich sehe überhaupt nichts. Ich kann nur erahnen, wo der nächste Klotz ist. Es wird mir zwar einmal kurz gezeigt in pompös und besonders explosiv und dann sehe ich aber auch nichts. Und ich erinnere mich daran, bin ich nicht in Harry Potter 2 schon immer an dieser Stelle hier gestorben? Mindestens 3-mal. Okay, aber man hört keine Harry Potter Springgeräusche. Das ist gut. Mir fehlt das so ein bisschen, dieses... Ah! Okay, das klang jetzt nicht wie ein Springen. Sorry. Ich weiß auch nicht, was noch kommt, ne? Und ab wie vielen Jahren das hier ist, das Spiel. Ob das noch irgendwie gruselig wird? Weil noch geht's. Hält sich in Grenzen. Ich glaube, ich muss hier lang. Ja. Okay, immer wenn der neue Dings da aufploppt, bin ich, glaube ich, richtig. Da komme ich doch nicht hin, oder? Nein! Okay, das sah aber so aus, als müsste ich da lang und der neue Stein ist da auch erschienen. Ich mache das jetzt einfach nochmal. Ich schneide das schön. Dann sieht das so aus, als hätte ich das in einem One-Take gespielt und als hätte ich was drauf. Bis gleich. Okay, jetzt stehe ich wieder hier. Hüpf hier weiter. So ein bisschen muss man echt mit diesem Springen zurechtkommen lernen, weil das war gerade... Nicht, das ist ja nicht, also es springt nicht wie Harry in den Spielen, habe ich das schon gesagt? Ich glaube schon. Was? Hier rüber? Okay. Ich gehe mal hier lang. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hin muss. Ich kann auch nicht mehr rennen. Was ist denn das da? Ach so. Okay. Gut, dann gehen wir da wohl nicht lang. Dann gucken wir mal hier weiter. Hier ist zu. War das hier lang? War das im richtigen Spiel da lang? Ich glaube schon. Okay, dann hüpfe ich jetzt hier rüber. Das geht ja zum Glück. Er schwebt, also Harry schwebt wie eine Prinzessin mit Flügeln von A nach B. Und fragt mich nicht, wie ich auf Prinzessin mit Flügeln komme. Ich habe keine Ahnung. Aber wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt sind die Blöcke weg. Hallo? Hier so, ne? Oh, Dios mio. Hä, ich bin hier falsch. Hallo? Hier vielleicht? Warte, hier war ich doch gerade. Was mache ich hier? Ich springe hier nochmal hoch. Moment. Das war also nicht richtig. Nein! So, jetzt bin ich wieder hier gelandet. Und ich bin ja gerade hier durch diesen... Boah, ich sehe einfach nichts. Ich bin ja gerade hier durch diesen runden Korridor gelaufen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich mache es jetzt einfach nochmal, weil ich bin ja gerade runtergefallen. Da bin ich lang gesprungen. Ja, aber dann ist das doch hier Quatsch. Oder? Ach, okay. Hier könnte ich lang. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ja, okay. Hier bin ich richtig.
Es ist ein Abenteuer, wirklich, weil ich sehe fast gar nichts. Also es ist alles sehr, sehr dunkel. Ihr seht es echt richtig gut. Ich sehe es gerade, wie es auf der Aufnahme aussehen wird und es sieht mega gut aus. Voll hell. So. Und jetzt? Achso, jetzt. Okay. Geschafft. LMB to kill, was? Left Mouse Button? Vielleicht? Oder Leertaste? Was kommt denn jetzt? Uff. Okay, aber jetzt wird das Spiel ab 16. Es ist Blut geflossen. Slytherins Left. 10. Alter, was ist das für eine kranke Scheiße? Oh, da. Da. Ey, aber dieser Effekt sieht aus, als hätte er den mit Paint irgendwie animiert. Mit dieser Sprühdose in Paint. Ich habe keine Ahnung, was danach kommt. Alter, wo sind denn alle? Hallo? Das sind alles so Bücherwürmchen. Sind die alle in der Bibliothek? Oh, hier ist einer. Oh, da läuft noch einer rum. Oh, ich kann auch extrem weit damit zielen. Auch sehr cool. 7 noch. Ich erkenne hier gar nichts. Ich kann nicht mal mehr Licht machen. Doch, ich kann Licht machen. Oh, gut. Schön, dass mir das jetzt auch mal auffällt. Okay, der ist hin. Da, der da. Noch 5? Es tut mir so leid. Das ist echt schlimm. Okay, ich weiß, das ist unglaubwürdig, wenn ich sage, es tut mir leid und ich lache dabei, aber es ist so bescheuert. Es ist so richtig bescheuert. Okay, 4. Oh Gott, die sterben auch noch so elendig. Der ist gerade richtig langsam. Hat er sich so hingelegt? Noch 3. Noch 2. War da jetzt gerade noch einer? Nee. Laufen wir hier lang. Ach, guck. Okay. Geschafft. Finish your opponent. Mehr voll. Was? Schuldig befunden für das alles, was wir gerade getan haben. Harry wurde von Hogwarts verwiesen. Und, ist für immer auf der Flucht vom Ministerium? Was? Er lebt sein Leben als ein Aussätziger. Ja. Wenn es euch gefallen hat, das war Escape. PS1 Hagrid, mein 200-Abonnenten-Special an euch und mal was völlig anderes. Und oh mein Gott, danke. Ich muss das kurz aus meinem Ohr rausziehen. Ich halte es nicht aus. Genau, mein 200-Abonnenten-Special. Davon Teil 2 gibt es, wie gesagt, bei 350 Abonnenten. Lasst gerne ein Like und ein Abo hier. Ich freue mich sehr. Schreibt mir gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play. Bis dann. Ciao. Und das war krank. Das war voll die kranke Scheiße.